Ja, vielleicht hier. Das Plateau hier. Schau mal. Ja, kommt man hier hoch? Nee, ne? Hier, wenn man das Plateau hier nimmt. Ha. Ja, kann man eigentlich machen, oder? Kann man eigentlich machen. Ja, ich finde, hier bleiben wir erstmal. Legen uns vielleicht einen Raptor zu, einen schönen. Und gucken uns das Gebiet einfach mal ein bisschen näher an. Stego machen Platz zum Bauen. Schaffen mal ein bisschen Baugrund. Ich würde gerne nicht alles an Pilzen abreißen, weil ich das eigentlich mega cool finde. Gucken, wie weit sich das realisieren lässt, dieser Plan. Mal schauen. So, das ist ein Pilz, den will ich stehen lassen. Der gehört zum Interieur. Na gut. Ja, für 3 ist auch schon unsere 3x3 Grundbase. Genau, Stego, du nimmst mal den ganzen Krempel, den ich mit mir rumschlepp. Gibst mir dafür mal alles, woraus ich unsere Hütte bauen wollte. So, erstmal das Grundgerüst, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein bisschen bis an den Pilz hier ran. So. Muss mal hier ein bisschen Basis bauen. Okay, Moment, wir haben noch 2 Foundations über. Da habe ich schon eine Idee. So. Jetzt steht Stego aber im Weg. Na, komm, Diggi. Beweg deinen Hintern. So. Jetzt brauchen wir die Rampe. So, dass wir hier auch schön hochkommen. Seht ihr, funktioniert hervorragend. So. Dann einmal alles, um das Mauerwerk auf die Beine zu stellen. So, der Türrahmen kommt tatsächlich hier an diese Seite. So. So, und jetzt hätte ich hier gerne. Okay, jetzt passt das hier aber nicht. Ah, Mist, der hat ja an den anderen Foundations platziert. Okay, ich hasse es. Ich hasse es, wenn das passiert. Na, komm. Pick up Gun. Brav. Setzen wir die halt gleich nochmal wieder hin. So. Nützt ja nichts. So. Eine kleine Ausgangsbasis hier für weitere Erkundungen schaffen. Jetzt müssen wir ein sicheres Domizil haben, hätte ich jetzt fast gesagt. So. Wo ist jetzt der Türrahmen? Die weiteren Foundations, der Türrahmen, sehr gut. Türrahmen, Tür. Achso, okay. Nichts Wichtiges. Gucken, wer mich dabei, wieso mein Handy vibrated. Eigentlich habe ich darauf gehofft, dass ein Kumpel den. Wir spielen noch mit einem Kumpel auf dem Server und der haben uns jetzt einen offiziellen Server gegönnt. Das ist auch richtig cool, aber das Problem ist,
Das Problem ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, dass sozusagen, wann immer sozusagen ein Mod geupdatet wurde, muss der Server sozusagen einmal neu gestartet werden. Das kann ich nicht machen. Ich würde jetzt halt gerne auf dem Server spielen, deswegen. Aber alles gut. So komme ich auch mal wieder zu. Hä? Das Dach ist falsch platziert. Wir sind ja perfektionistisch hier, ne? Das geht ja nicht hier. Na, machst du es jetzt richtig? Das sieht besser aus. So. Ist sehr provisorisch, die Behausung vom Aufbau, ich weiß. Aber, also wahrscheinlich das Problem, dass die Dinger hier, shit, nicht passen. Okay, never mind. Dann müssen wir uns doch erstmal, was Storage angeht, mit dem provisorischen Holztruhen behelfen. Ja, stimmt, für die ganzen Bookshelves und so brauchte man ja immer. So. Falls man ein paar Mal öfter stirbt, man weiß ja nicht. Dann bewahren wir uns das auch für zukünftige Basen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wenn der Forge jetzt auch nicht passt, ne, dann. Passt gut. Sehr schön. So, zwei Forges. Forges, Forges, Forges. Was haben wir noch Schönes? Wir haben noch Kühlschränke. Kühlschränke werden auch zusehends wichtig. Immer ein bisschen verderbliche Kost hat. Gammelfleischboxen. Als ob das kein klares Statement ist, direkt neben dem Kühlschrank. So, was haben wir noch? Was hatte ich noch hergestellt? Was habe ich noch hergestellt? Kisten brauchen wir auf jeden Fall. Das Campfire. Die Mörser. Die Fackel. Perfekt. Also müssen wir mal sorgen, dass wir in unserer Bude auch nachts was sehen. Dafür kommen jetzt mal hier vier Fackeln in die Ecke. Ich baue für gewöhnlich ein bisschen elegantere Häuser, aber ich denke mal, als Startup sollte das hier reichen. So, jetzt haben wir es hier drin auf jeden Fall schon mal hell und gemütlich. Das ist sehr schön. Genau, da kommt dann die Smithy später hin, dann können hier die Mörser hin. Noch zwei reichen erstmal. Gut, dann können wir eigentlich einräumen, mehr oder weniger. Ja, wie machen wir es denn mal? Gib mir nochmal Holz, gib mir nochmal Fiber. Gib mir nochmal das hier. Kiste, wie viel haben wir denn? Haben wir überhaupt welche? Zwei. Na, erhöhen wir mal auf fünf, würde ich sagen. Dann gib mir einfach mal ein bisschen Gerümpel mit hier. Bis mein Typ meckert, er wäre überladen. Was erstaunlich lange dauert, wenn ich mir das angucke, aber. Kriegen wir alles noch mit? Alter Schwede. Hätte ich nicht gedacht. So. Naja, wenn wir 5 aufstellen, wird unser Eingangsbereich ein bisschen zu. Okay, dann machen wir es anders. So. Hier kommen jetzt erstmal Sachen rein, die für spätere Basen interessant werden könnten, die uns aber jetzt im Moment einfach schlicht und ergreifend nichts bringen. Wie zum Beispiel mal dieser Mörser. Diese Kiste. So. Ein Campfire brauchen wir auf jeden Fall noch. Kommt dahin. So. Ah, die Basiseinrichtung steht. So, was habe ich jetzt noch im Inventar, was ich einsortieren muss? Oh Gott, ganz schön viel.
Bären. Bären kommen in den Kühlschrank. Bären. Bären, 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 Bären. Zack. Spark Powder rein, damit das Ganze läuft. Und hier auch nochmal Spark Powder rein. Und da kommt Fleisch rein. So, du kannst schon mal mitkommen. Und du... auch. Und zwar nehmen wir mal hier von den Narcos die Hälfte. Packen sie da rein. So. Genau, wo ist denn jetzt hier unser Mörser? Da ist unser Mörser. Das, das und das. Hey, ein paar Narcotics. So. Flintsteine, Chitin und Keratin können da mal rein. So, das wird eine Baumaterialienkiste. Das kann eigentlich schon mal irgendwie. Forge. Wie wenig Metall wir haben, aber kann man jetzt nicht ändern. So, das wären so Basismaterialien hier. Hier kommt so ein bisschen Gerümpel rein wie Pilze, Seeds, Edelsteine, noch mehr Seeds. So. Hier passt da gar nicht mehr rein. Okay, man braucht denn Seeds, ey. Braucht doch keiner. Geil, guck mal, es fällt alles. Habt ihr das gesehen? Es fällt alles richtig schön zum Fenster raus. Guck nochmal. Guck das mal kurz in die Mitte über die, unter den Schrift zur Kiste hier. Plopp. Schmeißen die Sachen wortwörtlich aus dem Fenster. Finde ich gut. So, die Mushrooms kommen da auch nochmal rein. Alles andere wird erstmal hier gelagert. So. Ja, gut, hier Sauropodenwirbel können auch von mir aus noch rein. Können wir die Kiste umbenennen? Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Hier sind Metz drin. Umbenennen. Gerümpel. Die hat, glaube ich, noch keine. Genau, das waren Baumaterialien. Waren, ich nenne es mal jetzt Bauteile. Sozusagen vorgefertigte Sachen, aus denen man später noch irgendwas zusammensetzen könnte. Und hier ist der. Okay. Damit ich sie aber wiederfinde, kommt die hier mal alle rein kurz. So. Unserem Stego hier, dem darf nichts passieren. Ohne den sind wir gefickt. Könnte man sagen. Oder Ficky, Gificky, wie auch immer. Ficky, Ficky. Bären. Da. Baumaterialien. Hier. Andererseits, Baumaterialien. Kannst du mir hier auch gleich mal geben. Stein. So, und dann noch Tor. Verstärktes Dino-Tor. Genau, da haben wir hier. Okay, Moment, mal gucken. Ich wollte eigentlich Steinzaun-Fundament haben. Haben wir das noch nicht gelernt? Fundament aus Stein haben wir auch noch nicht gelernt. Steindach, Zaun-Fundament, Fensterrahmen, Steintürrahmen. Sieh mal einer an. Wir haben die ganzen Stone Structures hier noch nicht gelernt. So, gut. Jetzt aber. Jetzt haben wir kurz gecraftet. Stein. Zaunfundament. Schätze ich, wie viel brauchen wir? Ich gehe jetzt einfach mal von 20 aus. Und... stellen wir eine entsprechende Anzahl an den hier und... Shit, reicht nicht ganz. Aber ich denke, es ist klar, was ich vorhabe. Ich will das Tor in die Mitte setzen, ein Steintor. Links und rechts Zäune, darauf eine Wand, darauf ein Gate. Ein Railing. Sozusagen, um eine gewisse Barriere zu haben. Können wir uns bewegen? Wir können uns bewegen. Oh, das ist ja praktisch. So, ich will unsere Area 51 hier nicht allzu riesig machen.
hier ungefähr das Gate hin. Mit Tür. Ist jetzt erstmal mehr oder weniger symbolisch, weil man kann halt auch drum herum laufen. So. Bauen wir uns hier erstmal schön ein. So. Ich nutze diesen Felsen einfach erstmal zu unserer Verteidigung, indem ich so mache. Und aussehen soll das Ganze dann sozusagen so. Sozusagen. Ja, das ist ein bisschen aggressiv aus, sollte aber halten. Wenn jetzt vielleicht gerade ein Spino beschließt, uns zu besuchen, dann wird ihm das hier, was dieses Konstrukt hier, okay, hier ist ein bisschen undicht, wird ihm dieses Konstrukt wahrscheinlich eher nicht so aufhalten, aber bei allem anderen hoffe ich, dass das hier eine ganz gute Verteidigung gibt. Ansonsten habe ich nämlich an bösem Viehzeug nur Raptoren und so ge... Mist. Ein Hoch auf die Demogan. Habe ich ja nur sonst so Raptoren und so gesehen. Die sollten hier eigentlich nicht rüberkommen. So ist zumindest mein Plan. So ist zumindest die Theorie. Es ist ja nur eine Startup-Base, ne? Unsere Endbase wird natürlich viel, viel riesiger und wird dann auch den ganzen technischen Schnickschnack enthalten. Erstmal will ich irgendwie eine Basis haben, von der aus wir operieren können. Was ist da? Ein Raptor? Könnte sein, ne? Ja. War nur eine Frage der Zeit, bis der erste Raptor hier auftaucht, aber ich hatte gehofft, es dauert noch ein bisschen länger. Gut. Erdbeben! Mal wieder. Das sind Peanuts eigentlich, die es hier regnet. Bringen uns eigentlich herzlich wenig. Der Boden ruckelt ein bisschen, was mir gerade ein bisschen das Bauen erschwert. Na? Wird er wohl? Was ist das? Kristall, oh, warum nicht? Gott, hätte ich eine halbe... Was ist denn hier alles rum, ey? Trotzdem nervt es mich, dass mich das Geruckel gerade beim Bauen sabotiert. Das gefällt mir nicht. Ey, ich kann ganz... Was ist das? Was? Das war Absicht. Wir bauen jetzt halt schon die Kurve. Böse Erdbeben. Das sabotiert mich voll. Ein Piepel hält nicht lange genug still, um so eine scheiß Dingsmus zu bauen hier. So, jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Das Schlimmste ist vorbei. Kano. Bleib schön da hinten. Er bleibt nicht da hinten. Das war dann sein Problem.